Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo ihr heute wieder, wow, fantastisch. Gerade, ich hätte es nicht gedacht, aber Vanessa, Lena auch heute sehr. Luisa, arbeiten wir noch. Spaß, Luisa, du siehst heute auch fantastisch aus. Ey, aber ehrlich, vielen Dank fürs Einschalten und guten Morgen erst einmal. Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen oder seid ihr noch eingemummelt? Seid ihr eingemummelt? Schreibt's rein. Seid ihr eingemummelt jetzt? Seid ihr noch so? Oh. Hallo, es ist Freitag. Hallo. Komm, ein Tag jetzt noch. Ein Tag noch. Digga, es ist nur noch ein Tag. Egal, ob du heute den längsten Tag deines Lebens hast. Es ist Freitag, ja? Also jetzt mal ehrlich. Da kann jeder mal hier ein bisschen, zumindest mal so tun, als ob er glücklich ist. Ey, Frühstück. Bitte frühstückt irgendwas. Müsli. Ich habe Müsli wieder für mich entdeckt. Gerade ein bisschen Kakaopulver rein. Müsli umrühren. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ansonsten auch underrated einfach Toast. Hallo, Toast. 3 Minuten, zack, zack, getoastet. Schön rauf und dann kann ich empfehlen, Rügenwalder Mühle, vegane Schickenspicker. Sehr gut, rauf damit, zack, rein damit. Und der Tag ist gut. Das kriegt jeder von euch heute noch hin. Aber genug gelabert. Wir hören jetzt rein erstmal hier bei Katja. Wir sind dabei jeden Morgen. Ey, falls ihr neu seid, hallo, ich bin Flo. Wir hören uns jeden Morgen, 6 Uhr morgens, einen Song. Das war gerade eine 6, die ich hier gezeichnet habe. Aber das ist spiegelverkehrt, deswegen muss ich die 6 so rumzeichnen. Ein Song vom Katja-Album an. Wir sind jetzt bei SOS angekommen. Gestern haben wir uns Moonlight gegeben. Die Singles, die schon rausgekommen sind, haben uns alle natürlich schon angehört gemeinsam. Ich bin gespannt. Snippet hat mich so semi überzeugt. Nicht enttäuscht, aber so dachte ich so, könnten mir ein, zwei Songs nicht so ganz gefallen. SOS habe ich nicht mehr so wirklich im Kopf, muss ich sagen. Ich glaube, die Melodie war nur noch so SOS. Irgendwie so. Ich bin gespannt. Wir hören auf jeden Fall rein. Dann, ich habe am Anfang schon ein, zwei Leute gegrüßt, aber wenn ich noch grüßen kann, weil ich es gerade noch frisch im Kopf habe, ist die Melina und, habe ich Melina nicht eben schon gesagt? Bin ich gerade dumm? Nee, ich glaube nicht. Melina und Chan. Chan guckt sich solche Videos an, hat er gesagt, deswegen kurz geht raus an dich. Und Leon, Leon hat gerade eben kommentiert. Okay, jetzt sind wir durch, wir hören rein, ich freue mich sehr, let's go. Okay. In meinem Kopf nur Cash, Cash, Cash. Dein Freund geht dir auf Snapchat. Okay, Einstieg gefällt mir sehr. Stimme wieder ein bisschen, dass ich mich daran gewöhnen muss, weil wirklich, ich habe das Gefühl, die Stimme von Katja, das ist so das einzige Manko auch bis jetzt, hört sich auf jedem Song anders an, was ich ein bisschen kritisch finde. Aber ich finde den Einstieg hier sehr, sehr nice, muss ich sagen. Also, Cash, Cash, Cash. Dein Freund gibt dir auf Snapchat. Fremd. Ist irgendwie, keine Ahnung, gefällt mir eigentlich cool. Cash. Dein Freund geht dir auf Snapchat, fremd. Ich hol ihn ab im SLS. Zimmer Nummer 666. Okay, ja, ey, okay, da kommen direkt wieder Comedy Central Vibes hoch. Du hast als kleines Kind Comedy Central geguckt, 1 Uhr nachts South Park, auf einmal kommt die Werbung mit sowas und du denkst, wo bin ich hier gelandet, Alter? Sein Fanboy ist die Pussy Angel, legt ne Leine um seinen Hals für den Fall, dass er wegläuft. Und wenn er brav ist, darf er auch mal mit mir reden. Hab die Million Dollar Pussy, also mach ich auch die Regeln. Wo ist jetzt der Beat? Wo ist der Bass jetzt nicht gekommen? Schade drum, schade drum. Ich glaube, diese Line war im Snippet schon, bei damals schon. Auch die Regeln. SOS, deine Freundin ist verletzt. Es ist so fett, er passt nicht in die Pants. Sie rufen an. Bin besetzt mit euch. Boah, okay, das ist cool. Das, ey. Also, das ist so ein typischer Club-Sound, so würde ich fast schon sagen. Also, ich hab Augenpopel im Gesicht. Wartet kurz, ich muss kurz meine Augenpopel rausholen. Okay, ich habe keine Augenpupel mehr. Ich bin auch gerade gefühlt erst aufgestanden und musste mich kurz aus dem Bett rappeln. So ähnlich wie Pussy Power. Vom Feeling her, wisst ihr? Bloß, dass mir das deutlich besser gefällt. Vom Aufbau her. An. Bin besetzt mit euch allen nicht so tun, denn mein bester Freund ist Cash. SOS, deine Freundin ist verletzt. Okay, doch, das ist nice. Pass nicht in die Pants. Sie rufen an. Ist besetzt. Oh, okay, bin besetzt, sorry. Okay, das aber dieses bin besetzt, das ist cool. Das ist sehr cool gemacht. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, Manko, bisschen Stimmlage, bin ich kein hundertprozentiger Fan von, aber ich glaube, sie probiert sich auch noch aus. Sie weiß auch noch nicht, was komplett nice ist und das wissen wir auch noch nicht. Aber der vom Vibe her so ist catchy, ist natürlich simpel vom Aufbau her, soll jetzt auch gar keinen. Das ist jetzt, kann man nicht mit ihrem Intro vergleichen, dass ja ihre halbe Lebensgeschichte irgendwie lyrisch gut runtergerattert wird. Das ist einfach ein Song, der Laune macht, Turn Up so ein bisschen mäßig. Gefällt mir. Bin besetzt. Mit der Schein nicht zu tun, denn mein bester Freund ist Cash.
Boah, sehr cooler Beat. Die Beat-Elemente darin erinnern mich hier und da ganz kleines bisschen an How You Like That von Blackpink. Beziehungsweise nicht How You Like That. Doch, a little bit How You Like That, but auf einmal auf Englisch geredet, was ist denn da los? Aber eher, ist es Pretty Savage? Pretty Savage oder Crazy Over You? Ich glaube aber Pretty Savage. Du kleine Bitch, hättest mich, aber sag mir, warum hat dein Freund ein 12 Monate Abo auf meinem OnlyFans? Ey, von wem ist das, Mann? Von wem ist das? Schande über mich, dass ich das nicht weiß, von wem das ist. Farid Bang? Von Farid? Ist es von Farid? Jamula oder sowas ähnliches auch nochmal. Aber ich glaube, es hat Farid, Flair, Bushido, Kolle, die kommen mir gerade so in den Kopf. Ach, geh mal zur Seite, bitch. Nimm die Mitte, meine Suite, ein ganz normaler Mittwoch. Er hat Todesangst und circa vier Gläser Intus. Er macht auf krass, fährt ein Benz und hängt in Edeldiskus. Lass ihn meine Wäsche waschen, bitch, das ist Feminismus. Yeah. Ey, ich sag's, wie es ist, der kommt direkt in meine Playlist. Der Song kommt direkt in meine Playlist. Gefällt mir wirklich sehr. Ey, solche Songs fühle ich aber gerade auch sehr. So dieses arrogante, übertriebene, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Party-Vibes, so ein bisschen over-the-top, prägnanter Beat. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Das ist auch eine Attitude einfach, die zu Katja passt, finde ich. Das funktioniert. Sehr, sehr nice, der Song. Sehr, sehr nice, der Song. Auch komplettes Gegenteil. Ey, Moonlight, gestern Moonlight war so sehr vibey und eher ein bisschen ruhiger und das ist halt das komplette Gegenteil. Waschen, Bitch, das ist Feminismus. Yeah. Ich bin fresh wie ein Eris. Yeah. Fresh wie ein, was? Fresh wie ein Eris. Yeah. Wie ein Airwaves. Ey, das, ich weiß auch nicht, warum das jeder als Zeile hatte. Wie ein Eris. Yeah. Will die Checks, denk an Cash, seit mein Herz schickt. Yeah. Yeah. Hab das Spiel erfunden, rede nicht vom Fairplayer. Ja, ich hab zwar keinen Hunger, aber lasse ihn am Herz stehen. SOS, deine Freundin ist verletzt. Ist so fett, er passt nicht in die Pants. Und jetzt, ey, das, also dieses im Dings ist nice. Das ist wirklich ein guter Song zum Mitsingen, einfach laut aufdrehen, mitsingen. Sie rufen an, bin besetzt. Mit euch allen nicht zu tun, denn mein bester Freund ist Cash. SOS, deine Freundin ist verletzt. Okay, also das ist wirklich einfach so ein stumpfer Mitsing-Song. Also man kann jetzt hier nicht sagen, dass das qualitativ, lyrisch und so hochwertig ist. Aber soll es auch gar nicht sein. Manchmal, es muss ja auch Songs geben, die man einfach fühlen kann, wo man einfach so ein bisschen so Turn-Up-mäßig machen kann. Keine Ahnung. Höre ich sehr gerne in letzter Zeit solche Songs. Deswegen gefällt mir sehr gut. Stimmlager ist gar nicht so meins, aber ich glaube, damit muss man warm werden und das auch ein bisschen akzeptieren. Er ist so fett, er passt nicht in die Pants. Sie rufen an, bin besetzt. Mit wahrscheinlich nichts zu tun, denn mein bester Freund ist oh ja. Sehr cooler Beat. Also Beat auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Beatwahl. Also wirklich. Nice. Ey, nice. Nice, 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 das ist nice. Krass. Also, ich hatte ein bisschen Angst, wie gesagt, dass der Song mir nicht so gut gefallen wird. Aber das einzig Negative vielleicht, dass die Stimmlage halt nicht so meins ist. Aber ansonsten, vom Aufbau her, es ist halt eine Art von Song, die ich gerade höre. Solche Songs höre ich sehr gerne. So diese Attitude, arrogant, ein bisschen over the top. Ein bisschen einfach so, ich bin der Fresheste und ihr seid alle unter mir so. Keine Ahnung, solche Songs höre ich gerade gerne so. The Confidence Boost Teile so ein bisschen auch. Ja, cooler Beat, sehr, sehr cooler Beat. Sehr coole Hook, sehr coole Hook. Ich mag dieses sehr gerne. Man kann mitsingen, man kann mitgrölen quasi. Und ja, zeigt halt schon wieder eine different side von ihr. Also das ist, finde ich, ein Song oder der Song, der Pussy Power hätte sein können, aber es für mich leider nicht geworden ist, weil der mir zu stumpf dann doch war. Aber das gefällt mir gut. Bin ich early mit euch? Bin ich sogar richtig early mit euch, ja? Lasst mir auch mal zu gerne in den Kommentaren da. Schreibt mal ein paar hier so. Und ey, ihr habt Freitag nur noch, wie gesagt. Es ist Freitag. Also kommt, ein Tag noch schafft ihr. Ich glaube an euch. Wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh und ciao.